Hallo und herzlich willkommen bei Learn German with Ben. In diesem Video erkläre ich dir alles, was du über regelmäßige Verben wissen musst. Denke daran, dass meine Videos über Untertitel verfügen. Zuerst zeige ich dir, woran du ein regelmäßiges Verb erkennst und wie du es im Präsens und Präteritum konjugieren kannst. Bevor wir loslegen, noch ein kleiner Hinweis. Sicher werden dir Begriffe wie regelmäßiges, schwaches, starkes und unregelmäßiges Verb große Kopfzerbrechen bereiten. Oft ist es so, dass die Begriffe regelmäßiges und schwaches Verb gleichgesetzt sind. Und das gilt auch für die Begriffe unregelmäßiges und starkes Verb. Was sind regelmäßige Verben? Bei regelmäßigen Verben ändert sich der Stamm oder der Vokal im Wortstamm, das A, E, I, O, U, im Präsens, Präteritum und Partizip Perfekt nicht. Sehen wir uns dies am Beispiel der Verben lernen und kommen genauer an. Du siehst, dass sich der Wortstamm des Verbes lernen im Präsens, Präteritum und Partizip 2 nicht ändert. Er heißt immer lernen. Bei dem Verb kommen ändert sich dagegen der Vokal im Präteritum. Aus komm wird kam und im Partizip 2 komm. Und das üben wir jetzt einmal an den Verben gehen und wohnen. Welches der beiden Verben ist regelmäßig? Genau, wohnen. Bei wohnen bleibt der Wortstamm wohn im Präsens, Präteritum und Partizip 2 gleich. Bei dem Verb gehen ändert sich der Vokal im Präteritum und Partizip 2. Mein Tipp an dich: Lerne die Verben immer in der finiten Form im Präsens, Perfekt und Präteritum. Wenn du die Verben lernen und kommen im Präsens konjugierst, kannst du nämlich nicht erkennen, dass lernen ein regelmäßiges und kommen ein unregelmäßiges Verb ist. Im Präsens behält das unregelmäßige Verb kommen nämlich immer den Wortstamm komm. Und damit sind wir schon bei der Konjugation der regelmäßigen Verben im Präsens. Bei ich fügst du dem Stamm ein e, bei du ein st, bei er, sie, es ein t, wir ein en, ihr ein t und bei sie und sie ein en hinzu. Sehen wir uns das an dem Beispiel des Verbes kochen genauer an. Ich koche, du kochst, er, sie, es kocht, wir kochen, ihr kocht, sie und sie kochen. Es gibt auch einige Ausnahmen und Tricks, die wir in Folge 4 lernen werden. Sehen wir uns die Konjugation regelmäßiger Verben im Präteritum an. Hier fügst du dem Stamm in der ersten Person Einzahl ein te, in der zweiten Person Einzahl ein te-st, der dritten Person Einzahl ein te und der ersten Person Mehrzahl ein ten, der zweiten Person Mehrzahl ein tet und dritten Person Mehrzahl ein ten hinzu. Sehen wir uns auch hier ein Beispiel an. Nehmen wir das Verb wohnte. Ich wohnte, du wohntest, er, sie, es wohnte, wir wohnten, ihr wohntet, sie und sie wohnten. Sehen wir uns ein zweites Beispiel an. Das Verb kochte konjugieren wir so. Ich kochte, du kochtest, er, sie, es kochte, wir kochten, ihr kochtet, sie und sie kochten. Bei Verben, die auf den, ten, men und nen im Präsens enden,
gibt es Ausnahmen. Hierzu zählen die Verben reden, arbeiten, atmen und öffnen. Ein Beispiel: Ich redete, du redetest, er, sie, es redete, wir redeten, ihr redetet, sie und sie redeten. Und damit sind wir am Ende unserer Lektion über regelmäßige Verben angelangt. Konjugiere zum Schluss bitte das regelmäßige Verb lernen im Präsens sowie Präteritum und bilde das Partizip 2. Schreibe mir die Lösung in die Kommentare. Im nächsten Video lernst du alles über unregelmäßige Verben. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss bis zum nächsten Mal. Dein Ben.